Wie gut ist das flexible Styling Clay von Kevin Murphy Rough Rider? Kommen wir als erstes zu der Verpackung. Also ich muss sagen, die Verpackung von Kevin Murphy gefallen mir einfach richtig, richtig gut. Sind anders als alle anderen in so einer rechteckigen Schachtel, dabei noch wertig in einem coolen Design mit dem eingravierten K in der Schachtel drin. Einfach top. Kommen wir zum Geruch. Wir haben hier einen dezenten Geruch, Gott sei Dank, denn das riecht irgendwie so ein bisschen nach einem Gemisch aus Weihrauch und Ingwer. Manche mögen es vielleicht, ich mag es nicht. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 80% der Inhaltsstoffe sind gut, 20% leider nicht. Kommen wir zum Claim des Produktes. Es wird mit einem starken Halt geworben, mit einem matten Finish und dieses Produkt soll wirklich für jeden Haartypen geeignet sein. Ob das wirklich stimmt, finden wir jetzt heraus. Meine Vollfrisur im trockenen Zustand sieht aktuell wie folgt aus. Kommen wir zur Konsistenz des Produktes. Das Produkt ist tatsächlich super hart. Hart wie Zement, kann man sagen. Wenn man das Produkt erstmal aus der Schachtel herausnehmen möchte, hat man tatsächlich wirklich am Anfang seine Probleme. Kommen wir zum Auftragen. Wenn es schon so schwierig ist, dieses Produkt aus der Schachtel herauszubekommen, denkt man natürlich, dass das Auftragen auch schwierig funktioniert. Aber nein, wenn man das Produkt tatsächlich erst ein bisschen angewärmt hat und erstmal aus der Schachtel raus hat, dann kann man das tatsächlich ganz gut verreiben und das auch rückstandslos. Kommen wir zum Styling. Ich habe für das Styling meine Haare noch etwas angefeuchtet, weil ich heute Morgen das Gefühl hatte, dass meine Haare irgendwie sehr trocken aktuell sind. Und ich habe dann noch eine Paddle Brush dazu genommen, um meine Haare einfach mal in Richtung zu bürsten, weil ich aktuell einfach relativ kurze Haare habe. Dann habe ich das bereits in den Händen verteilte Produkt in meine Haare eingearbeitet mit den Fingern und später dann auch noch einen feinen Kamm dazu genommen, um die Seiten zu ordnen. Und dann habe ich meine Haare dementsprechend zu Ende gestylt. Meine Nachherfrisur sah dann nach dem Styling so aus. Kommen wir zum Halt. Kevin Murphy wirbt an dieser Stelle mit einem starken Halt. Das möchte ich jetzt nicht unterstreichen. Wir haben hier einen mittelmäßigen bis guten Halt. Dementsprechend muss man kein Haarspray anschließend nach dem Styling verwenden. Ich habe es jetzt an dieser Stelle gemacht, aber ist definitiv kein Muss. Kommen wir zum Finish. Es wird mit einem matten Finish geworben und genau das bekommt ihr auch bei diesem Produkt. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Also bei der Auswaschbarkeit muss ich sagen, ich brauchte auf jeden Fall Shampoo, um das Produkt wirklich rückstandslos aus den Haaren herauszuwaschen. Also das ist auf jeden Fall notwendig, muss man auf jeden Fall gesagt haben. Und der Preis, Leute, wir bewegen uns hier in einem anderen Preisraum, über 30 Euro tatsächlich. Das Produkt kostete 32 Euro und dafür bekommt ihr 100 Gramm von Rough Rider. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist für kurze bis mittellange Haare gleichermaßen geeignet und vorwiegend für Leute, die ein mattes Finish mit einem guten Halt kombinieren möchten und denen gleichzeitig auch die Inhaltsstoffe wichtig sind und die auch keine Scheu haben, ein paar Euros mehr für ein Haarstyling-Produkt auszugeben. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Das flexible Styling Clay von Kevin Murphy erhält all in all 38 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Box und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarstyling.